Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 153 von The Witcher 3 Wild Hunt. Jo, ich habe mich schon so halbwegs vorbereitet und zwar möchte ich in diesem Part jetzt gerne machen die Quest, oder gleich möchte ich die ganz gern anhängen, die Quest Pesh, wo wir da irgendwas noch rausfinden sollen. Hier, setze deine Hexersinne ein, um Wertsachen beim zerstörten Wagen zu finden. Jetzt habe ich auch schon auf die Weltkarte geguckt, das ist eigentlich hier ganz in der Nähe. Was, als ich noch eben geschaut habe. Genau hier, da müssen wir nur zur Teufelsgrube näher reisen und dann dorthin laufen. Fällt mir gerade auf, hier sind noch Monsterlager, die ich nicht gemacht habe und noch irgendjemand in Not. Warum ist das Monsterlager hier noch also noch nicht ausgegraut? Komisch, da war ich doch schon mal vor längerer Zeit drauf. Dann sind hier noch Fragezeichen. Oh, die Fragezeichen locken mich wieder an, wie die Motten das Licht. Wahnsinn. Also ich möchte auf jeden Fall in dem Part jetzt heute diese zwei Fragezeichen machen, wie auch angekündigt. Dann möchte ich gerne die Quest Pesh machen und ich denke, da sind wir eh durch mit dem Part. Und dann zum nächsten Part werden wir dann die Hauptquest wieder weiter angehen. Hier Reuvens Schatz, finde Junior, irgend sowas werden wir angehen. Ich weiß nicht, ob man diese beide Quests, ob man die gleichzeitig abschließen sollte, ob man sich für eine entscheiden muss, ich weiß es nicht genau, ob, wie man da rangehen muss, um seinen Kumpel Rittersporn da zu retten. Darum geht es ja eigentlich hauptsächlich, um halt die Spur von Ciri dann wieder zu finden. Ja, muss ich dann mal mich mal ordentlich vorbereiten? Weiß ich nicht genau, wie wir das machen sollen. Muss ich mir nochmal genau. Ich denke, wir werden versuchen, den Schatz zu finden, aber ich weiß es wirklich noch nicht so ganz. So, ich werde mir auf jeden Fall jetzt die Absude reinknallen wieder. Deswegen habe ich gerade gerastet, falls ihr euch gewundert habt. Erscheinungsabsud. Das Nachterscheinungsabsud könnte ich auch wieder nehmen. Das Erscheinungsabsud hat mir eigentlich auch gut gefallen, dass das ein Quenchschild auslöst, wenn ein Drittel meiner Vitalität durch einen Angriff jo, beschädigt wird sozusagen. Ja, machen wir nochmal das. Unsere gewohnte Taktik, unsere beiden Superschwertchen sind ausgerüstet und da können wir eigentlich dort hochrennen zum. Hä? Warum ist das so komisch markiert? Moment mal. Das müsste doch eigentlich. Ach, ich stehe falsch. Ja, gut, okay. Nee, wir müssen zum grünen Punkt rennen. H Geralt, Hexer von Riva. So, geben wir mal Gas. Oh, ich freue mich echt so. Es ist echt brutal geil, das Spiel. Ich habe es schon, wie gesagt, jetzt ein bisschen nicht mehr zocken können, weil ich halt erkrankt bin und so weiter. Und jetzt einfach mal wieder loszulegen, macht einfach richtig, richtig Bock. Gwen ist ausgerüstet und dann kann es mal losgehen mit einer Schlacht. Oh, ich wollte eigentlich mein Gwen-Schild nutzen. Machen wir das jetzt. Genau, da zeigt man, was ihr drauf habt, Kollegen. So, was haltet ihr von meinem Katzenstahlschwert? Oh ja, ist schon heftig. Es schlägt ein bisschen zu. So, was macht der da hinten? Kontrollierter Rückzug, oder was? Komm, was ist dann? Ach, der ist schon down, okay. Ja, nehmen wir hier noch ein bisschen was mit. Was auch immer die so fallen ließen. Wie gesagt, ich freue mich doch sehr, wenn das neue Patch rauskommt. Weil dann kann man auch einfach mal so ein bisschen looten gehen. Oder ich kann das auch off-camera mal machen. Einfach ein bisschen durch die Wälder streifen, alles Mögliche looten, weil es ja dann keine. Ja, jetzt zum Beispiel hier, der Seemannpilz wird ja jetzt jedes Mal dazugezählt. Immer nochmal mit 0,1 Gewicht oder sowas, 0,01. Und das ist dann halt eben nicht mehr der Fall. Und ich laufe mal wieder völlig verkehrt. Und da kann ich einfach ein bisschen offscreen auch ein bisschen farmen. Jo, was für euch so ein bisschen langweilig ist, wenn ich jedes Mal da jeden Wolfsbann da mitnehme. Keine Ahnung. Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt. So, hier wäre was. Versteckter Schatz. Waren wir hier nicht schon mal? Komisch. Nö, hier waren wir noch nicht. Oh, oh Gott, bin ich aber erschrocken. Oleg. Oleg, Oleg, Oleg. Oleg. Alter, so erschrocken bin ich auch noch nicht. Oh, ein Totenkopf. Das ist nicht schön. Oh, ich wollte jetzt eigentlich nicht fehlen, Leute. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. So, was ist dann absurd? Oh ja. Oh ja. Was mache ich dann? Oh ja. Nee, nee, ich glaube, das da funktioniert nicht. Wasserflasche und ein Ei und was weiß ich nicht alles. Oh, das da funktioniert so nicht. Was mache ich dann? Warum zieht er jetzt nochmal sein Schwert nicht? Oh Gott, das ist alles wieder sehr chaotisch. Ah, das ist doch nicht wahr jetzt. Ich dachte jetzt echt, wir können das so super geil starten, ey. Und dann kommt das da. Oh, Fragezeichen, Level. Okay, komm, dann machen wir irgendeinen Angriff. Machen wir irgendeinen Angriff. Komm, mach mal einen Angriff, bitte. Und lad mich mal auf mit irgendeinem Luschi-Angriff, bitte. Ja, gut, vergiss es. Der haut sogar mein Schild durch. So, da müssen wir ganz, ganz schnell hier weg. So, Gwen, einmal normal wirken, bitte.
Quen normal wirken, bitte, habe ich gesagt. Quen normal wirken, kriegen. Achso, geht ja nicht, weil ich die ganze Zeit so super dämlich hier rumchampe. So, jetzt haben wir Quen einmal normal drauf. Und dann verabscheuen wir uns. Oh, Stufe. Fragezeichen. Oh, und ich bin so erschrocken, ne? Steht da plötzlich ein Basilisk, ein richtig nerviger. Ah, da hinten fliegt er noch rum am Baum, Gott sei Dank. So, laufe ich jetzt automatisch. Oh, leck mich am Arsch. Das da war ja nochmal hammerhart. Ach, so begrüßt einen das Spiel nach längerer Spielpause. Was machst du denn da, Hexer? Ach, ist der dämlich. So, hier. Was jetzt? Warum hat es jetzt vibriert ohne Ende? Keine Ahnung. Also mein Controller hat gerade vibriert ohne Ende. Weil hier was ist. Echt? Ja, dann untersuch's auch. Hallo? Hallo? Habe ich das mal untersucht oder was? Ja, scheint so, oder? Ja, bestimmt. Ich weiß es einfach nur nicht mehr. Ah, ja genau. Da sind irgendwelche Fußspuren oder was. Und denen bin ich schon gefolgt. Und dann bin ich da hinten entlang gekommen. Und dann ist was passiert? Nix. Okay. Und da oben ist noch ein Fass. Und keine Ahnung. Ja, ne, super. So begrüßt einen das Spiel nach längerer Spielpause. Ich kann nicht mehr. Hallo, du sollst das... Oh, ich dachte schon, der verfolgt uns. Ah, das kann man nicht öffnen, das ist zum Explodieren. Nee, also wirklich ein ganz toller Start heute. Ganz, ganz toller Start. Was ist das da hinten? Ja, ein kleines Mistvieh. Jo, bei, eigentlich könnten wir den sogar irgendwie schaffen. Ich glaube aber, jetzt fange ich nochmal an zu träumen. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich wollte auf die Weltkarte. Und wollte mal das andere Fragezeichen da hinten geben. Genau, das war der versteckte Schatz. Da werden wir wohl so schnell jetzt mal nicht mehr hingehen. War da noch was? Nein. So, jetzt ist da ein Nebling unterwegs. Genau, und der gibt mir nur 50 Erfahrungspunkte. Ich kann es noch gar nicht fassen. So, her mit den Erfahrungspunkten. Nicht Erfahrungspunkten, sondern Lebenspunkten. Die jetzt dauerhaft dazukommen. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Das ist auch mal so die Frage. Jetzt ohne 6860. Sehr schön. Und jetzt kommen halt jedes Mal, wenn ich einen Gegner töte, nochmal 50 dazu. So wie wir das kennen durch das Absud. Aber ich bräuchte echt nur das Troll-Absud. Das wäre jetzt hier echt mal so super praktisch, weil dann könnte ich mich auch mal so an so richtig starke Gegner, die sogar ein Fragezeichen haben, mal stellen, wenn das Trollabsud wirklich auch richtig stark funktioniert, was ich ja noch gar nicht weiß. Kann natürlich auch sein, dass das gar nicht so stark ist, wie ich es annehme. So, ein bisschen Regeneration, da hinten ist nur irgend so ein komisches Vieh. Ein Gruftvibe oder so irgendwas, oder wie die Dinger, Wasservibe oder so. Sumpfschrulle, genau, so heißt sie. Ah, die waren auch nicht gerade ungefährlich. Dann komm mal her, Sumpfschrulle. Hau mal bitte ins Schild. Ich brauche ein bisschen Lebenspunkte. Hau rein, du sollst keinen Tanz da machen. Hau bitte rein. Haust du bitte mal ins Schild rein? Du dumme Schrulle. Ey, die ist doch echt nervig. Das gibt's doch nicht, oder? Haut die nicht zu. Diese dumme Tante. So, jetzt aber. Und dann machen wir was. Schrulle. Aha. So, und stirb, Schrulle. Ja, der Schaden merkt man aber deutlich, oder? Und jetzt bekomme ich ja sogar Bonuserfahrung. Komm, bleib mal einfach mal dran. Tschüss, Schrulle. Stufe 18 Schrulle, das ging doch. Hä, was hat er denn jetzt? Das ging ja überraschend stark, beziehungsweise sehr gut von der Hand. Auch dem Vieh, eben dem Fragezeichen-Vieh, haben wir ein bisschen Schaden zufügen können, auch von der Warte her. Oh, ein Schlüssel und Schlachtfeldbeute. Oh, nee. Will ich das wirklich machen? So, wieder eine neue Quest. Ja gut, die müsste ich aber eigentlich machen, weil die ist jetzt hier in der Nähe. Da muss ich wahrscheinlich wieder diesen Text da lesen. Wie gesagt, da bin ich froh, wenn das ein bisschen so... Wobei das andere Ding war verschlossen. Vielleicht ist das der Schlüssel zu dem anderen Versteck da. Ach du Scheiße, wo dieser Basilisk war. Ich habe immer gesagt, das Muski, was auf dem Kasten hat... Er versteht mehr Wörter als so mancher Mensch. Er kann alle möglichen Tricks sitzen, rollen und wenn man ihm einen Speckstreifen gibt, schüttelt er sogar die Hand. Aber heute hat er sich selbst übertroffen. Muski kam vom Feld angerannt und hatte etwas im Maul. Ich dachte zuerst, es wäre ein Hase, mit dem wir einen leckeren Eintopf kochen und dessen Fell wir verkaufen können. Aber es war kein Hase, sondern ein Sack. Er war blutgetränkt. Kein Wunder also, dass Muski ihn aufgestöbert hat. Ich schaute hinein und darin fand ich einen Schlüssel. Er war klein und voller Gravuren und Verzierungen. Er sah aus, als würde er zu einer Truhe oder einem Kästchen passen. Ich dachte mir, vielleicht liegt hier irgendwo ein Schatz versteckt, zu dem dieser Schlüssel gehört. Ich werde losgehen und mich einmal umsehen. Ja, bla bla bla.
Ja. So, und das ist jetzt die Geschichte. So, werden wir jetzt mal verfolgen. Ah, und das ist jetzt hier in der Nähe schon. Okay, dann probieren wir es doch. Wenn es ja hier in der Nähe schon sein soll, dann schickt er mich ja doch nicht. Aber das sind ja diese Spuren da, die ich irgendwie nicht. Ach, warum kann ich die nicht ident. Ich verstehe es nicht. Was sind das überhaupt für Spuren? Ah, hier. Okay. Oh, da ist es schon. Armbrust, eine neue. Magischer Gegenstand. Okay. Blutschwert. Okay. Sehr schön. Und ein großer Stein. Da bin ich doch sehr gespannt, was das ist. So, die Armbrust kann ich natürlich noch nicht benutzen. Schaden ein bisschen höher. Rüstungsdurchbohrung ist dabei. Jo, die brauchen wir. Die ist eigentlich nicht schlecht. Dann noch das Blutschwert. Was Gott sei Dank, das wäre jetzt bitter gewesen, wenn die wesentlich besser ist als mein Katzenstahlschwert oder Silberschwert, wie auch immer. So, wir sind schon recht gut beladen. War da sonst noch was? Ah, genau, dieser Stein da, der dabei war. War ein großer irgendwas Stein. Bestimmt der da. Großer Zoria-Runenstein. Oh, sehr cool. Kann ich aber. Kann ich den? Ah, kann ich einbauen. Okay. Chance auf Einfrieren. Jo, bei wem ist das besser? Eigentlich bei Monstern wäre das ganz cool. Jo, machen wir es bei Monstern dabei. Haben wir eine schöne Einfrierchance dabei. 5%, warum nicht? Das ist ja ganz so wenig. In dem Sinne, so oft wie wir zuschlagen. So, Feuerhaken, es ist der ultimative Klopper. So, und da würde ich sagen, weg von hier. Nee, ich bin die ganze Zeit immer am Überlegen, ob ich es nicht nochmal versuchen soll, da mit dem Typen. Aber, also mit diesem komischen Greifen, aber ich denke, das ist Schwachsinn. Das wird nicht zum Erfolg führen, glaube ich nicht. Und dann habe ich wieder einiges an Spielzeit einfach nur verschenkt. Ich schmeiße jetzt einfach die Hexersicht an, währenddessen ich hier so offen übers Feld renne. Ich glaube, hier waren wir schon überall. Das ist schon cool, wie dann auch alles so leise wird. Also wie gesagt, das Spiel ist schon einfach Hammer. Das gibt's gar nicht. Wenn man das so ein paar Tage nicht mehr gezockt hat, man freut sich richtig, es wieder zu zocken. Ist wirklich richtig, richtig cool. Ja, die Skillung funktioniert auch so. Also es funktioniert auch vieles so, wie wir es eigentlich vorhatten. Das ist natürlich auch sehr befriedigend, muss ich sagen. So. So, dass auch jetzt Quintmo so ein bisschen funktioniert und so weiter. So, was ist denn das hier? Irgendwelche Ertrunkene, die wahrscheinlich nicht sonderlich gefährlich sind. Nehme ich doch mal an. Nehme ich an, habe ich gesagt. So. Oh, da kommen noch welche, okay. Komm, dann schlag mal bitte das Schild hoch. Genau. Du sollst mal das Schild. Ach, ich bin so dämlich. Ach, ich bin so dämlich. Oh, Leute, nee, das ist doch jetzt nicht wahr. Oh, leck. Was habe ich gerade gesagt? Ich bin so zufrieden und bla und alles läuft super und. Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass wir gegen diese Monster mal mehr ausgehalten haben, oder? Kann das sein? Ich glaube, das liegt schon so ein bisschen an der Katzenrüstung, muss ich ganz ehrlich sagen. Bisschen Rüstungswert erhöht, aber dafür die Resistenzen wesentlich schlechter, was Schlitzschaden und so weiter. Und ich glaube, die machen da einen Schlitzschaden, wenn ich das so sehe, wie die da angejumpt kommen. Und die hauen mir doch wesentlich mehr wieder runter, wie es vorher war, oder? Also bin ich jetzt nicht so ganz begeistert davon. Ja, gut, es war super schlecht, wie ich gespielt habe, gar keine Frage. Und jetzt muss ich echt gucken, wo der mich wieder rauswirft. Weil dann will ich euch nicht langweilen, dann muss ich das wieder kurz zocken. Oh, das wäre. Oh, nee. Das war so schlecht. Ich hasse Fails. Vor allem, wenn ich dann vorher noch sage, wie toll alles läuft und wie befriedigt ich doch bin vom Spielerfolg bisher. Wahnsinn. Und dann so ein dummer Fail. Vor allem, wie viel Mal habe ich schon gesagt, dass ich bei den doofen Viechern wegrollen muss und nicht ausweichen. Ausweichen ist zu schwach. Genau die Ausweichdistanz springen die einfach nach und das war's. Jetzt hoffe ich, dass er hier irgendwo gespeichert hat. Leute, ihr wisst Bescheid, oder? Das ist doch jetzt nicht wahr. Ja, ich muss den ganzen Kack wieder zocken. Ne, das mache ich dann einfach. Oh Gott, ich bin so genervt. Ah! Ne, da mache ich so. Da werde ich das alles jetzt wieder zocken. Und hole ich dann an die Stelle, dann hier am Schild eigentlich wieder mit, wo wir dann die Quest Pesch machen. Ach, Scheiße, Mann. Ja. Und jo, dann sehen wir mal weiter. Das ist echt zum Kotzen. Wahnsinn. Naja, ich wünsche euch auf jeden Fall ist wirklich schön, wenn man ein Part hier startet, wenn es gerade hell wird, weil man gerastet hat und dann sogar noch hinter den Part wieder zurückgeschmissen wird. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Gefühl. Jo, da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part an der Stelle hier wieder und ich könnte kotzen. Jo, macht's gut, habt einen schönen Tag. Ciao.